Guten Tag, mein Name ist Rumbi Ebbefeld. Ich arbeite als Project Manager für Eurist und heute möchte ich gerne unser African E-Bike-Projekt vorstellen. Also erstmal ein bisschen zu Eurist. Wir sind ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Hamburg-Bergedorf. Wir sind international vernetzt, aber unser Schwerpunkt liegt auf Entwicklungszusammenarbeit und Verkehr in Afrika, wo wir über 15 Jahre Erfahrung haben in verschiedene nachhaltige Mobilitätsprojekte, inklusive Fahrradprojekte in neuen Ländern. Wir verstehen uns als Kompetenzzentren für nachhaltige Mobilität. Also wir nehmen Best Practices zum Beispiel und versuchen sie auf andere Länder, Städte anzupassen. Unsere Arbeit lässt sich gut aufteilen in vier Säulen, also zum einen Beratung, Policy-Beratung, wo wir mit Städte, Regierungen, Entscheidungsträger arbeiten. Dann arbeiten wir auch in Bildung, zum Beispiel Vorträge an Universitäten und über Delegationsreisen zum Beispiel. Und dann auch in Forschung und akademische Publikationen. Und unser vierter Bereich würden wir heute ein bisschen mehr diskutieren. Das ist unser Charity-Bereich oder hat zumindest als Charity angefangen, wo wir Fahrräder, E-Bikes, die über Spenden finanziert worden sind, vergeben an verschiedene Nutzergruppen. Da arbeiten wir seit circa auch 15 Jahre ziemlich oft in Uganda zusammen mit unserem lokalen Partner Fabio, also hinter mir hier rechts, mit dem wir auch ganz viel kooperieren. Und die auch Co-Initiator dieses AfriCruzy-Projekt sind oder African E-Bike-Projekt. Aber erstmal ein bisschen zu unseren Zielgruppen. Warum denn Afrika? Warum Fahrräder? Also eine unserer Zielgruppen sind Frauen. Frauen sind der wirtschaftliche Motor Afrikas. Circa 50% der kleinen und mittleren Unternehmen werden durch Frauen geleitet. Und dazu sind die auch die, die am meisten verantwortlich sind für alles, was rundum ums Haushalt geht. Das heißt, Wasser transportieren, Holz transportieren, zum Markt zu gehen, in die Felder zu gehen. Und die machen diese Wege aktuell meistens zu Fuß. Also so sind sie 10 bis 15 Kilometer, müssen sie manchmal laufen in manche Regionen und sind bis zu 8 Stunden am Tag unterwegs, also nur um von A nach B zu kommen. Meistens auch mit Lasten, die sie auf dem Kopf tragen. Das führt natürlich dann zu Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen. Und genau da haben wir eine Lücke gesehen, eine Möglichkeit gesehen für unsere E-Bikes. Also mit einem E-Bike können sie dann viel schneller unterwegs sein. Die können dann diese Lasten ohne Problem tragen. Sie haben dann mehr Zeit, um effektiver mit ihrer Arbeit zu sein, mehr Zeit für andere Aktivitäten. Also sind die eine Zielgruppe für uns. Unsere zweite Zielgruppe ist im Gesundheitsbereich. Also oft in ländlichen Afrika kommt ein Arzt auf mehrere tausende Einwohner und die Wege zum nächsten Gesundheitszentrum sind extrem weit. Manchmal müssen kranke Notfallpatienten, Schwangere über Tage lang laufen zum Gesundheitszentrum oder sogar getragen werden, wenn sie selber nicht laufen können. Das führt natürlich zu nicht immer so erfolgreiche Ergebnisse. Also nur 1 von 3 Geburten sind in Afrika medizinisch begleitet, weil sie meistens einfach nicht hinkommen können. Da sehen wir natürlich eine Riesenchance nochmal für unsere Fahrradambulanzen, diese Distanzen viel schneller zu überbrücken. Unsere dritte Zielgruppe ist im Taxifahrenbereich, also Fahrrad-Taxifahren, wie Sie da oben sehen, das existiert schon in Uganda und auch in ein paar andere ostafrikanischen Länder. Sie transportieren dann ca. 2500 Leute im Jahr. Aber unsere Frage war, was ist mit, wenn Sie viel, viel schneller unterwegs sein können? Können Sie dadurch Ihre Einkommen deutlich erhöhen? Und genau das wollten wir sehen. Dazu kommen noch die Punkte, dass Afrika einfach ein wachsender Kontinent ist und diese Nachfrage nach Mobilität, das wächst und wächst. Da haben wir und unsere Partner vor Ort einfach eine Chance gesehen, jetzt schon reinzukommen mit Mobilitätsoptionen. Und Solarenergie, das wächst auch. Das wird jetzt mehr und mehr benutzt, ist einfacher verfügbar, aber noch nicht wirklich im Mobilitätsbereich benutzt. Und genau das wollten wir machen. Also unser Ziel ist es, eine klimafreundliche Mobilität anzubieten, was einfach zu nutzen ist, was schnell ist, was für Männer und Frauen angepasst ist und was bezahlbar ist. Also wir haben in 2017 mit unserem ersten Projekt angefangen. Also vorher haben wir nur mit Fahrrädern gearbeitet, jetzt mit E-Bikes.
Und da wollten wir beweisen, dass Elektrofahrräder in Afrika funktionieren können, dass die akzeptiert werden können und dass die die Lebensbedingungen deutlich verbessern. Also wir haben erstmal mit 3 Fahrrädern angefangen. Die verschiedenen Modelle sehen Sie hier einmal als Ambulanz, als Taxi in der Mitte und dann einfach als ja, Wassercarrier oder ganz normales Cargo-Bike. Die Räder selber haben wir vor Ort gekauft in Uganda und wir haben dann die Elektroteile importiert. Entschuldigung. Und vor Ort dann lokal zum E-Bike gebaut. Also wir haben schon richtig viele Ergebnisse, tolle Ergebnisse davon gesehen. Also wir haben das jetzt nicht erwartet, dass es so gut angenommen wird. In den ersten 1,5 Jahren sind sie 10.000 Kilometer gefahren. Wir hatten 3 bis 4 Nutzer pro Fahrrad. Sie haben sich so ein Fahrrad geteilt. Sie wurden ausschließlich über Solarenergie geladen. Und da haben wir einfach gesehen, dass die ihre Distanzen dass die Distanzen allgemein viel, viel größer geworden sind als vorher. Wir haben gesehen, dass es so einen Multiplikator-Effekt gab, also dass sie das nicht nur für die Arbeit benutzt haben, aber auch für die Freizeit. Einige konnten ihre Kinder endlich mal zu Fußball fahren, was vorher einfach zu weit weg war. Einige haben mit Hobbys angefangen, zum Beispiel der eine hat mit Angeln angefangen, weil es nicht nur dann ein Hobby war, aber weil er auch dann extra Einkommensmöglichkeit davon hatte. Also allgemein haben wir eine Einkommenserhöhung gemerkt. Also so weit, so gut zu Lebensbedingungen verbessert und zu akzeptiert werden. Aber wir hatten noch ganz viele Probleme im technischen Bereich. Also das war vielleicht nicht das optimalste Lösung, ganz normale Fahrräder umzubauen. Also haben wir gedacht, wir müssen jetzt ein neues Fahrrad, speziell E-Bike, speziell für Afrika entwickeln. Das muss genau alle diese Anforderungen, die wir haben, das, was wir auch von diesen 3 Rädern gelernt haben, das müsste das alles beinhalten. Also haben wir uns um Geld beworben, haben das auch bekommen von der KfW. Das war ein 400.000-Euro-Projekt, die wir gestartet haben, um dieses Fahrrad neu zu entwickeln. Wir haben mit einem Designer aus Berlin gearbeitet, H&F Nicolai, mit unserem Partner vor Ort Fabio. Und die Fahrräder wurden dann von Hero Cycles, einer der weltgrößten Fahrradhersteller in Indien, produziert und nach Uganda dann transportiert, completely knocked down und vor Ort zusammengebaut. Also ein paar Eigenschaften. Das Fahrrad müsste muskulös aussehen, also nicht nur stark sein, sondern auch stark aussehen. Das war ganz, ganz wichtig, weil Fahrräder nicht immer so einen guten Ruf haben. Also das müsste ein Motorrad ein bisschen ähneln, mit einer großen Lampe vorne zum Beispiel, kompakt aussehen. Der Gepäckträger kann 100 Kilo nehmen, also Fahrer plus 100 Kilo hinten drauf. Die Reichweite ist 50 Kilometer. Die wurden ausschließlich auch mit Solarenergie geladen. Eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Und was wir ganz, ganz wichtig fanden, ist, dass fast alle Ersatzteile lokal gekauft werden können. Das war für uns wichtig. Das müsste auch den lokalen Markt fördern. Also hier sehen Sie auch ein paar verschiedene Exemplare von diesen Fahrrädern in Nutzung. Für den Wassertransporter haben wir dann auch ein angepasstes Anhänger oder Gepäckträger dafür entwickelt, was 80 Kilo Wasser nehmen kann, also 4 von diesen riesen Kanister. Was Sie jetzt hier nicht auf dem Bild sehen, ist, dass wir auch noch ein Delivery Bike haben, so mit einer Kühlbox hinten dran. Dann haben wir die auch in ein paar Hotels getestet, also für Touristen. Geladen werden sie auf so Solar Hubs, nennen wir sie, Solar Loading Stations, wo man nicht nur das Fahrrad aufladen kann, aber auch die Akkus einfach austauschen können und weiterfahren können. Das sind auch Stationen dann für alle möglichen Wartungen, die gebraucht sind, Reparatur, die gebraucht sind oder einfach, wenn jemand Interesse an das hat und so ein Fahrrad kaufen möchte. So, wie sieht es für uns weiter? Wie wollen wir vorangehen? Momentan haben wir schon Bestellungen, also die ersten 100 Räder sind seit März in Uganda, die wir jetzt aktuell testen. Und wir haben jetzt schon Bestellungen von 6 anderen afrikanischen Ländern, also die jetzt dieses Jahr die Fahrräder bekommen werden, die E-Bikes. Aber allgemein lernen wir noch extrem viel. Wie gesagt, das ist ein Pilotprojekt, also sehen wir Verbesserungspotenzial und das möchten wir genau machen. Also würden wir noch weiter auf unser Fahrrad arbeiten, das optimieren.
Wir möchten auch eine neue Batterie entwickeln. Wir haben jetzt aktuell GPS, aber wir möchten das GPS zusammen mit der Batterie verbinden. Und dann möchten wir auch ein Pay-as-you-go-System vereinbaren, wo Leute über Mikrokredite, Mikrofinanzierung sich ein Fahrrad leisten können und über 2 Jahre das Fahrrad abbezahlen, bis sie das besitzen selber. Weil E-Mobilität allgemein, besonders E-Bike-Mobilität, noch nicht wirklich in Afrika verbreitet ist und gibt es noch nicht wirklich viel Informationen drüber. Das heißt, wir wollen als NGO, ist es für uns auch wichtig, diese Wissenstransfer zu haben. Dafür wollen wir ein Kompetenz- und Bildungszentrum entwickeln, genau um diesem Thema E-Bike-Mobility. Und unser langfristiges Ziel ist es dann, die Etablierung von Produktion in Afrika von diesen E-Bikes. Wir haben ziemlich viele Unterstützer, der ein oder andere kennt Sie vielleicht schon, Bjarne Mädel zum Beispiel in der Mitte. Er ist von unserem Projekt so begeistert worden, dass er das selber vor Ort in Uganda besucht hat. Wir haben auch ein kleines Film drüber gedreht, was auf unserer Website zu sehen ist. Ich glaube, leider schaffen wir das nicht in der einen Minute, der jetzt übrig ist. Das ist circa 4 Minuten lang, aber Sie können das gerne auf unserer Website sehen. Dankeschön. Danke. Cooles Projekt. Danke. Ja, komm zu mir, dann können die nämlich da drüben auf der anderen Seite der Bühne noch ein bisschen rumrödeln. Ein bisschen umgebaut. Da kommen ja noch zwei Speaker nach. Erste Frage wie immer, gibt es Fragen von euch? Sonst mache ich weiter. Nein, gut. Du bist jetzt hier bei Hey Hamburg. Hier sitzen ganz viele Mobilitätsvertreter, Städtevertreter und so weiter und so fort. Was erhoffst du dir denn von so einem Mobility-Festival wie hier? Also weil wir auch aus Hamburg kommen, fanden wir das einfach passend, irgendwas hier in Hamburg zu haben. Wir sehen das auch einfach als Plattform für uns, unser Projekt vorzustellen. Man denkt nicht unbedingt dann an E-Bike Afrika, wie kann das alles so zusammen funktionieren? Und weil hier ganz viele Players sind, auch im Mobilitätsbereich, dachten wir, dass es einfach eine gute Möglichkeit ist, dieses Networking zu machen. Und vielleicht sind der ein oder andere auch interessiert in das Projekt und wollen auch irgendwie mitmachen. Das ist ein Aufruf. Hans, du hast eine Frage. Wir haben irgendwo ein Mikro. Du darfst eine Frage stellen. Mikro kommt. Ich hätte eine Frage. Wo steht ihr mit eurem Projekt und was wären aus eurer Sicht die nächsten Schritte? Was benötigt ihr? Seid ihr in der Finanzierungsphase? Geht es um die nächsten Schritte? Seid ihr auf der Suche nach strategischen Partnern, Kollaborationen? Das würde mich noch interessieren. Das ist nicht so einfach zu fragen. Das heißt, es gibt nicht nur eine Antwort dazu. Also momentan stehen wir, wie gesagt, dass unsere ersten 100 Räder vor Ort sind, dass wir die gerade evaluieren, dass wir versuchen, das zu optimieren. Also brauchen wir in Zukunft, also unsere Richtung, wo wir gehen möchten, ist, wie gesagt, diese Batterieentwicklung. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Wir haben gemerkt, dass wenn die Batterie nicht richtig ist, wird das ganze Projekt nicht wirklich viel weitergehen. Also brauchen wir Players in der Batterieentwicklung-Bereich. Also wir haben jemand vor Ort in Uganda, der sich richtig gut mit Batterien auskennt, Buddha-Werk heißen sie. Aber von einem finanziellen Aspekt als NGO haben wir einfach nicht unbedingt diese Mittel für alle diese Schritte, die wir vornehmen wollen. Also brauchen wir einfach Leute, die daran glauben und das unterstützen möchten. Auch im Mikrofinanzierungsbereich, weil wir das alles noch entwickeln. Die Fahrräder müssen vorher gekauft werden, damit wir dann die über Mikrofinanz ausgeben können. Also Leute, die Investoren zum Beispiel, die Interesse haben. Es gibt einfach eine Riesenmöglichkeit da, sehe ich. Genau. Danke. Dankeschön. Wunderbar. Dann vielen, vielen Dank. Dankeschön.